Wir gehen gerade weiter mit der Sicherheit. Und zwar haben wir das gerade vorher gesagt, Helmpflicht bei diesen grösseren E-Bikes. Aber das ist so ein bisschen ein Trugschluss. Du sagst ganz klar, wer ein Zweirad kauft, der braucht auch automatisch einen Helm, oder? Ja, für mich ist ganz klar, ein Helm gehört auf jeden Kopf, wenn man auf einem Velo sitzt. Mhm. Mittlerweile gibt es da wirklich mega coole Helme. Es gibt Helme, die sehen nicht nur cool aus, die können auch ganz viel. Also die schützen richtig gut. Mittlerweile gibt es sogar Helme, die leuchten, die blinken. Also da ist wirklich der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Alpina Haga LED Helm, das ist unser Produkt, das wir heute vorstellen dürfen. Und wenn wir jetzt hier im Studio ein bisschen abdunkeln, dann sehen wir sogar, was der Helm alles hat. Und wir haben es schon auch in der Probe immer besprochen. Ein Helm, der leuchtet, extrem lässig. Aber es ersetzt nicht das Licht am Velo oder allgemein einfach, man muss aufpassen, man ist eben gleich auch nicht so gut sichtbar, wie man damit denkt, auch wenn man überall leuchtet und blinkt. Genau, so ein blinkender Helm, der ist super, um zusätzliche Sicherheit und Sichtbarkeit zu generieren, aber das Licht am Velo, das ist, sobald es ein bisschen dunkler wird, ist das Pflicht und ein E-Bike ist es in der Stadt so einfach immer Pflicht.